Wir sind heute am Weserkraftwerk. Das Blaue hinter mir ist Teil vom Wassereinlauf. Wassereinlauf, was ist das? Es bedeutet, dass Teil des Weserwassers, nämlich genau genommen ist es zwei Drittel des gesamten Weserwassers, hier reinfließt, um seine Energie abzugeben und umzuwandeln in elektrische Energie. Und elektrische Energie, wer kann das am besten in Bremen? SWB, logisch. An dieser Stelle fließt das Wasser ins Weserkraftwerk rein. Man nennt es den Einlaufbereich. Er ist 40 Meter breit und sorgt dafür, dass das Wasser langsam in die Anlage fließt. Fische, Enten und andere Tiere sollen die Chance haben, dass sie zurückschwimmen können. Die blauen Stahlteile, die wir hinter mir sehen, die wiederum sind dafür da, um den Feinrechen zu säubern. Und der sorgt auch dafür, dass keine Fische in die Anlage schwimmen. Wenn wir über Wasserkraftwerke sprechen, sprechen wir davon, dass man eigentlich in jeden Fluss eine Turbine hängen kann? Kann man überall einfach davon ausgehen, dass die Strömung eines Flusses irgendwas zum Drehen bringt? Das ist leider ein Trugschluss. Das Einzige, was hilft, um wirklich Strom zu erzeugen, ist ein sogenannter Höhenunterschied. Wir sind hier aber in Bremen. Und in Bremen haben wir die Weser. Die Weser hat hier maximal eine Fallhöhe von 6 Meter. Aber das reicht. 6 Meter reichen aus, damit wir das Wasser runterfließen lassen können. Je nachdem, ob wir Ebbe oder Flut haben, macht die Anlage mehr oder weniger Strom. Bei Flut deutlich weniger, bei Ebbe mehr. Warum? Weil das Wasser dann weiter nach unten runterfallen kann. Das ist die Energie, die wir nutzen, sogenannte Lageenergie. Das Weserkraftwerk hat eine elektrische Leistung von bis zu 10 Megawatt. Die 10 Megawatt werden nur bei Ebbe erreicht. Damit kann man gut 15.000 Haushalte mit Strom versorgen. Wir sind jetzt auf der Leitwarte vom Weserkraftwerk. Diese Anlage wird von der Ferne aus gesteuert. Wir gehen jetzt weiter Richtung Maschinenhaus. Das heißt, wir schauen uns Turbine und Generator an. Im Inneren der Rohre sitzt jeweils eine Turbine mit vier Schaufeln, die man sich wie riesige Schiffsschrauben vorstellen kann und die vom strömenden Wasser in Bewegung versetzt werden. Sie drehen sich langsam und treiben eine Stange an, die man Welle nennt und die aus dem Wasserrohr raus und zum Generator führt. Wie beim Fahrraddynamo wird nun im Generator die Energie der drehenden Bewegung in elektrische Energie umgewandelt. Die absolute Besonderheit unseres Bremer Weserkraftwerkes ist die kompakte, liegende Bauweise der Turbinen und Generatoren. So, das Wasser hat seine Energie abgegeben. Im Weserkraftwerk wurde es umgewandelt in elektrische Energie. An der Stelle kommt es raus. Ruhig, langsam und es kann seinen Weg fortsetzen Richtung Nordsee. Übrigens, wen es interessiert. Unten an der Anlage stehen Informationstafeln. Da kann man sich Bilder anschauen, Grafiken anschauen, Hintergrundwissen sammeln. Kommt vorbei, schaut es euch an.